Gerne, also Hund, mein Hund, was tust du? Ihr Lieben, heute soll es um diese beiden Bücher gehen und zwar einmal Das Frostmädchen von Stefanie Lasthaus und Was auch immer geschieht von Bianca Iosiboni. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Das Frostmädchen von Stefanie Lasthaus. Und ich muss sagen, ich fand das Cover wirklich unheimlich hübsch. Ich finde, der Verlag hat hier, was das Cover betrifft, echt ganze Arbeit geleistet. Ich finde es mega ansprechend, also so für meinen Geschmack auf jeden Fall. Und ja, ich komme jetzt aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Neve. Neve ist mit ihrem Freund Gideon in die kanadischen Wälder gefahren, um quasi über die Weihnachtsfeiertage dort ein bisschen Urlaub zu machen. Und es kommt aber zum Streit zwischen den beiden und Gideon tut Neve, sagen wir mal, mehr oder weniger verprügeln, woraufhin sie aus dem Haus rennt und einfach mitten in die kanadische Wildnis. Es ist Winter, es ist kalt, es ist Kanada, es liegt viel Schnee, sie hat keine Jacke an, keine Schuhe an und ja, rennt einfach blind drauf los und merkt dann sehr, sehr schnell, dass sie hier einen riesigen Fehler begangen hat und bricht in dieser Kälte zusammen. Einige Zeit später wird sie von Laurie, der ursprünglich aus Vancouver stammt, und in eine Ferienhütte von den Eltern eines Freundes quasi die Feiertage verbringt, um einfach mal in sich zu gehen und in Ruhe zu arbeiten. Tut Laurie auf jeden Fall Neve dann finden im Schnee. Sie ist total unterkühlt und er bringt sie dann ganz, ganz schnell in seine Hütte und kümmert sich dort um sie. Und er merkt sehr, sehr schnell, dass an Neve irgendwas ist, was ganz, ganz besonders ist. Er findet sie von Anfang an attraktiv und es besteht sofort eine gewisse Anziehungskraft zwischen den beiden, als Neve dann wieder zu sich kommt. Und etwas stimmt aber nicht mit ihr. Also Neve merkt dann auch relativ schnell, dass irgendetwas anders ist als zuvor. Es ist dann auch so, dass in dieser Geschichte ein magisches Element mit drin vorkommt, was Neve und Laurie in tödliche Gefahr bringt. Und da möchte ich aber nicht näher drauf eingehen, was das eigentlich ist. Sonst spoilere ich euch da zu viel. Ich kann nur sagen, dass ich die Idee im Prinzip von diesem Buch wirklich sehr, sehr gut fand. Also ich mochte eigentlich die Handlung ganz gerne, aber, jetzt kommt das Aber, ich fand die Umsetzung leider nicht so hundertprozentig gelungen, was ich wirklich sehr, sehr schade fand. Ich finde auch, dass die Autorin lieber diese zwei, drei Mini-Erotik-Szenen, nennen wir es einfach mal so, die hier in diesem Buch drin vorkommen, einfach hätte weglassen sollen. Und dann hätte man das Ganze als Jugendbuch noch deklarieren können. Es ist kein Jugendbuch, das muss ich dazu sagen. Aber hätte die Autorin diese zwei, drei Mini-Erotik-Liebesszenen einfach weggelassen, wäre es hier noch ein cooles Jugendbuch gewesen. Aber ich muss sagen, unter der Prämisse, dass es hier ein Fantasy-Buch ist für Erwachsene, hat es mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich muss sagen, der Schreibstil hier ist ähnlich Susanne Jardom und Nina Blanjean. Also wer gerne solche Bücher liest, die sehr bildlich erzählt werden, wo die Geschichte auch sehr ruhig erzählt wird, wo die Charaktere auf eine ganz gewisse Art und Weise dargestellt werden und wo die Geschichte halt, wie gesagt, auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise erzählt wird. Also es ist so ein bisschen poetisch, also ich habe immer noch kein Wort dafür gefunden. Also der Schreibstil ist jetzt nicht extrem poetisch, dass hier irgendwelche Gedichte drin vorkommen, bestimmte Metaphern verwendet werden oder sowas, aber es ist auf die ganze Art und Weise, wie er erzählt wird, schon etwas sehr, sehr Eigenes und hat mich hier auf jeden Fall an Nina Blanjean erinnert vom Schreibstil. Also alle Nina Blanjean-Fans da draußen, euch würde dieses Buch, denke ich mal, gefallen. Ja, aber unter der Prämisse, dass es ja ein Erwachsenen-Fantasy-Buch ist, hat es mir jetzt persönlich leider nicht so gut gefallen. Also ich fand das Buch okay, es hat sich schön lesen lassen, die Handlung war an und für sich gut, aber es war halt auch nichts Besonderes. Also es ist für mich ein gutes, durchschnittliches Urban-Fantasy-Buch gewesen. Mehr aber leider halt auch nicht. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich das Cover einfach richtig toll finde. Und ich finde auch die Handlung an und für sich gut, aber mir hat ja am Ende einfach die Spannung gefehlt. Wie das Ganze aufgelöst worden ist, wie gesagt, am Ende fand ich jetzt auch nicht hundertprozentig gut. Aber ich meine, es ist halt immer alles Geschmackssache, ne? Also mich persönlich hat es jetzt nicht so angesprochen. Also wie gesagt, die Handlung war im Großen und Ganzen gut. Ich hätte mir halt hier unter dem Punkt noch ein bisschen Spannung mehr gewünscht. Der Schreibstil, wie gesagt, war auch echt wunderschön. Also es war eine Geschichte, die sehr, sehr ruhig erzählt wird und auf eine ganz besondere Art und Weise erzählt wird. Von den Charakteren muss ich sagen, dass ich Neve
wirklich sehr, sehr gern mochte als Protagonistin in dieser Geschichte. Und man merkt halt auch ihren inneren Zwist mit diesem Fantasy-Element, was da noch damit reinspielt und wie sie sich halt auch aufgrund dessen, was alles mit ihr passiert ist, verändert. Das fand ich sehr, sehr gut. Und auch Laurie mochte ich als Charakter in dieser Geschichte wirklich sehr, sehr gern. Er ist ein wirklich sehr, sehr liebevoller Mensch und er gibt hier wirklich auch alles für Neve und ja, ihn fand ich auch wirklich ganz, ganz toll. Und dann gibt es ja hier noch die Nebencharaktere, die mir auch ganz gut gefallen haben. Die haben halt alle so ihre Rollen gespielt, die sie spielen sollten. Und ja, also von den Charakteren war es auch völlig in Ordnung. Vom Setting her befinden wir uns hier in den Wäldern Kanadas und wir befinden uns in einer kleinen Siedlung, wo man so Hütten mieten kann, und dann gibt es halt noch Laurie's Hütte, die ein Stückchen von dieser Siedlung entfernt ist, wo ein großer Teil der Geschichte auch spielt. Und ja, also vom Setting her war es auch völlig okay. Also ein Wald mit Schnee hat man alle schon mal gesehen und man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, wie gesagt, es war im Großen und Ganzen eine schöne Geschichte. Sie war vollkommen in Ordnung, aber sie hat mich jetzt halt leider nicht umgehauen und es war halt leider nichts, wo ich gesagt habe, sie ist oh, unheimlich gut. Das leider nicht. Also die Geschichte war okay, aber sie war halt leider für mich nur Durchschnitt. Und jetzt kam mein Hund gerade. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Mein Fazit zu Das Frostmädchen von Stephanie Lasthaus ist, dass es eine etwas besondere Geschichte ist in ihrer ganzen Art und Weise, wie sie erzählt wird, dass die Handlung sehr, sehr ruhig erzählt wird und jetzt keine Geschichte ist, die mit extrem viel Spannung aufwartet. Aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, Leute da draußen geben wird, die zum Beispiel Nina Blanchard oder Susanne Jadom sehr, sehr gern haben, die dieses Buch, denke ich mal, auf jeden Fall mögen werden. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Was auch immer geschieht, von Bianca Iosivoni. Ihr wisst, ich mag Bianca Iosivoni, ich finde diesen Namen immer noch total niedlich, als Autorin wirklich sehr, sehr gern. Ich habe ja auch schon die Promises of Forever-Reihe von ihr gelesen. Und den zweiten Teil von Daughter of Darkness, den ersten habe ich mir jetzt einfach mal zu Weihnachten mit gewünscht, dass ich den immer noch endlich mitlesen kann. Und ja, also ich mag die Autorin im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gern. Deswegen habe ich mich jetzt umso mehr gefreut, dass endlich Was auch immer geschieht von ihr rausgekommen ist. Dieses Buch ist im Juli ja schon als E-Book erschienen und das Taschenbuch hat jetzt bis November gedauert. Mein Gott, was hat der Verlag sich dabei nur gedacht? Nur ich wollte unbedingt das Taschenbuch haben, weil ich das Cover halt auch wirklich so hübsch fand und ja, habe jetzt eisern gewartet. Ich habe dieses Buch jetzt natürlich auch gleich diesen Monat mitgelesen, wo ich es gekauft habe, und ich muss sagen, es hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen. In diesem Buch geht es um Kelly und Keith, und Kelly und Keith, für diesen Namen Keith aussprechen, wirklich sehr, sehr schwierig. Keith ist wie Seth. Das sind so Namen mit TH, da habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Naja, egal. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Kelly und Keith, und die beiden sind Stiefgeschwister. In ihrer Vergangenheit ist etwas sehr, sehr Dramatisches passiert. Steht es denn drauf? Ja, okay, ich kann das euch verraten. In der Vergangenheit der beiden ist etwas sehr, sehr Dramatisches passiert, denn Keith ist schuld am Tod von Kellys Vater. Und sie gibt ihm auch jetzt noch Jahre später die Schuld dafür. Also sie haben sich jetzt 7 Jahre nicht gesehen. Und ja, Kelly kann ihm einfach nicht verzeihen, dass er halt schuld ist am Tod ihres Vaters. Und ja, hat da halt immer noch so ihre Schwierigkeiten mit ihrem Stiefbruder. Nun treffen die beiden nach 7 Jahren wieder aufeinander und Kelly merkt, dass sich die Gefühle für Keith, die sie auch damals schon hatte, nicht wirklich verändert haben. Im Gegenteil, sie sind eher noch stärker geworden. Sie fühlt sich von ihm unheimlich angezogen. Er ist ein sehr, sehr attraktiver Mann geworden. Und er versucht auch auf seine Art und Weise, da einfach eine Normalität in die Beziehung der beiden reinzubringen, was Kelly am Anfang nicht so ganz möchte und auch erstmal so versucht abzutun, und dann ihre Stiefmutter und ihre Schwester zuliebe halt einfach sagt, okay, ich versuche mit ihm klarzukommen, dass wir hier eine schöne Zeit haben, alle Mann, und ich ihm nicht nur an die Gurgel gehe. Und ja, und wie es dann halt so ist, entwickelt sich dann irgendwann natürlich die Geschichte weiter und die Beziehung der beiden ändert sich. Mehr möchte ich hier zum Inhalt gar nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass ich die Handlung hier wirklich sehr, sehr schön fand. Also ich fand auch die Entwicklung der Charaktere hier wirklich sehr, sehr schön. Also ich finde, gerade bei Kelly hat man sehr den Zwiespalt ihrer Gefühle gemerkt, die sie Keith gegenüber empfindet. Und man merkt auch bei ihr sehr, sehr gut, dass sie im Laufe der Geschichte, wie sich ihre Gefühle halt einfach verändern und wie sie über bestimmte Sachen nachdenkt und wie sie bestimmte Dinge dann auch aus einer anderen Sichtweise mal betrachtet. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also wie gesagt, von den Charakteren her kann ich hier nur sagen, top, gefällt mir richtig gut. Jetzt hat mein Hund mich abgelenkt. Wo war ich jetzt? Keith. Genau, ich finde, Keith ist so eine sehr, sehr gute Mischung aus so einem kleinen Bad Boy und einem ganz liebevollen Menschen. Und ja, Keith ist schon
ist schon toll. Also, man kann es nicht anders sagen. Also, er ist vom Charakter her wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Er hat, wie gesagt, so eine kleine Arschlochader, die er auch gerne mal gucken lässt. Aber im Großen und Ganzen ist Keith wirklich ein sehr, sehr netter Mann. Und er kümmert sich um seine Familie ganz liebevoll. Und er versucht halt einfach auch sein Leben wieder, eine gewisse Normalität zu geben. Und er versucht das halt alles einfach hinter sich zu lassen, was da vor 7 Jahren passiert ist. Wie sich das Ganze dann zwischen den beiden entwickelt, hat mir richtig gut gefallen. Und auch die Probleme, die hier am Ende noch auftauchen, was die Beziehung der beiden anbelangt, fand ich auch wirklich richtig gut. Und ja, I like it. Also die Handlung war richtig toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, hier war eine gute Spannung in der Geschichte. Es war genug Drama in der Geschichte. Die Charaktere waren richtig gut. Die Charakterentwicklung fand ich sehr, sehr gut. Und vom Setting her befinden wir uns hier in Alabama, in einer kleinen Stadt. Und also so ein typisch amerikanisches Setting, so ein niedliches kleines Städtchen mit einer kleinen Einwohnerzahl und eine Highschool und der nächste Buchladen ist, glaube ich, eine Stadt entfernt und ein richtiges Restaurant gibt es da auch nicht. Also es ist so eine richtig typisch amerikanische Kleinstadt, also so ein typisch amerikanisches Setting. Fand ich gut, ich mag das ja total gern. Mein Fazit zu Was auch immer geschieht ist, dass es eine richtig schöne New-Adult-Liebesgeschichte ist und ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne und ich mochte die Charaktere, ich mochte die Charakterentwicklung und wenn ihr gerne New-Adult-Geschichten mögt, dann schaut euch Was auch immer geschieht auf jeden Fall mal mit an. Ich fand die Geschichte wirklich sehr, sehr toll und kann sie euch da, was das betrifft, wirklich nur empfehlen.